Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Nirgendwer-Box vom Sierra Kid. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Nirgendwer von Sierra Kid, das Ganze im Juli 2014 erschienen. Wir haben hier eine schwarze Box und hier auf dem Cover so etwas wie ein Klassenfoto. Also es sieht hier irgendwie nach Kindergarten bzw. Volksschule aus. Wir haben hier diverse Kids abgebildet, die allesamt unkenntlich gemacht wurden, mit solchen Fratzen hier übermalt. Der einzige, der hier wirklich zu erkennen ist, ist dieser kleine Blondschopf hier mit dem Pilzkopf, mit der Pilzfrisur. Und das ist in diesem Fall Sierra Kid. Ja, ansonsten das Ganze in schwarz gehalten. Auf der Unterseite ebenfalls schwarz und hier haben wir dann noch Credits und Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Es ist eine reguläre Clubbox. Wir haben hier zuerst mal drei Sticker mit dabei. Dann einen Stoß Postkarten. Ein Shirt. Das Album Nirgendwer. Und Kopfwiller 2.0. So, von innen die Box in weiß gehalten. Hier unten haben wir noch so einen Einleger, wo die beiden Alben Platz gefunden haben. Dann packen wir die Box mal zur Seite und werden uns mal der Folie annehmen. So, einmal hier vom Album. Dann natürlich Kopfwiller 2.0. Und dann haben wir auch noch das Shirt. So. Gut, wenn wir das mit der Folie geschafft haben, dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Also, Sierra Kid, Nirgendwer lesen wir auch hier. Darüber lesen wir noch Independenza präsentiert. Das ist das Label von Raf Camora, bei dem damals ja Sierra Kid unter Vertrag war. Und wir haben hier das Identi-Cover, wie auch auf der Box. Das Ganze ist ein Digipack. Und es ist das Debütalbum von Sierra Kid. Auf der Seite lesen wir dann auch nochmal Interpret plus Album Titel und auf der Rückseite dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 16 Tracks an der Zahl und wir haben hier zwei Features vermerkt, und zwar eines von Prince P hier auf Track Nummer 6 und dann eins auf Track Nummer 10 von Raf Camora. Credits und Barcode sehen wir dann hier noch. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommen wir zum Booklet. Jawohl, also wie auch schon das Albumcover haben wir hier dann noch weitere Kindheitsfotos und dann diverse Zitate zu einzelnen Tracks. Also hier der Track Schlaf. Es dauert bei mir immer, drehe mich stetig und andauernd wird es schlimmer, mein Kopf wird lauter, wird es stiller. Okay. Ja, also das Artwork hier durch und durch in diesem Kinderstil. Und alle anderen natürlich immer hier zensiert mit diesen Fratzen. Also ein sehr, sehr persönliches Booklet, wie man hier sieht. Dann haben wir hier noch die Tourdaten zur Tour 2014. Und dann noch die Credits zum Album. So sieht das aus. Und hier noch eine sehr umfangreiche Danksagung. Unser damaliger Manager Hardy Eldo hat ja auch noch was geschrieben. Was lesen wir hier? Wenn du jetzt nicht lernst, von alleine wieder aufzustehen, wirst du verlieren im Leben. Denn die wirklichen Heuchler sind nicht die, die dich liegen lassen, sondern die, die dir hochhelfen. Denn dann lernst du nicht, wie es ist, auf sich allein gestellt zu sein. Und du bleibst schwach. Willst du stark oder willst du schwach sein? Ja, wahre Worte.
So, Booklet wieder in diese Stecktasche. Und dann kommen wir zur Album-CD. Diese ist in Schwarz und Weiß gehalten. Wenn wir sie rausbekommen. So, jetzt. So sieht das aus. Auch hier in Schwarz. Damit nicht genug. Wir haben hier noch eine zweite CD oder eine zweite Hülle mit dabei. Und zwar die Kopfhüller 2.0. Kopfhüller, das war ja die erste EP von Sierra Kid im Jahr 2013. Und jetzt gibt es eben Kopfhüller 2.0, die glaube ich auch exklusiv nur in dieser Box dabei war. Ich glaube, die gab es anders nicht zu kaufen. Also wir haben hier, das war das Cover damals von Kopfhüller, dieses rosa Häuschen. Und hier davor dann eben der Interpret mit braunen Rändern unter den Augen. Sieht so aus, als hätte der gute Mann schon länger nicht mehr geschlafen. Sierra Kid Kopfhüller 2.0. Also es ist eine überarbeitete Version, bedeutet die meisten Tracks, die hier drauf sind, diese 10 Tracks hier, kennt man bereits von Kopfhüller. Allerdings ist das Ganze dann eben überarbeitet bzw. geremixed worden. Und dann haben wir hier noch die Instrumentals zum Album. Also hier die 16 Tracks, die wir hier drauf haben, auf Nirgendwer, die hat man dann hier noch als Instrumentals drauf. Sehr schön. Und nachdem wir hier keinen Barcode oder dergleichen finden, wie gesagt, gab es das Ganze nicht regulär zu kaufen, sondern wirklich nur exklusiv in dieser Box. So, Booklet haben wir keins, dafür zwei Tonträger, einmal hier, CD Nummer 1 in Weiß und Schwarz, die Kopfhüller 2.0 CD. So sieht das aus. Und dann haben wir die CD Nummer 2, diese beinhaltet, wie gesagt, die Instrumentals zu Nirgendwer. So sieht das dann aus. Ebenfalls ein Digipack. Dann haben wir Sticker mit dabei. Und zwar insgesamt 3 Stück. Einmal diesen hier. Established for the team Fuck Sleep. Sierra Kid Nirgendwer. Und dann noch einmal Hasse alles und vor allem dich. Die 3 Sticker sind recht klein in Schwarz und Weiß. Beziehungsweise dieser in Schwarz, Weiß und Rot gehalten. Und alle im Querformat. Dann kommen wir zu diesen Postkarten. Die waren hier mit so einem Gummi zusammen fixiert. Und dann lesen wir hier Sierra Kid. Also die erste dürfte hier unterschrieben worden sein mit schwarzem Edding. Sehr schön. Komm, ich buchstabiere dir Hass. L-I-E-B-E. Manche Menschen sind so arm, alles was sie haben ist Geld. Du bist immer da, aber nie hier. Hasse alles und vor allem dich und das Tageslicht. Vintage, das Fenster, eine Dauerwerbesendung, die ich auswendig kenne. Wenn du sagst, dass du farbenblind bist, meinst du eigentlich, dass du für farbenblind bist? Und wenn du dich nicht veränderst, dann alles um dich herum. Ich hab dich. Du hast mich. Wenn die Wahrheit nie schön ist, dann waren wir zwei die größte Lüge, die es gibt. Und Flugzeuge in meinem Bauch und mein Herz ist das WC. Okay. Ja, also das sind echt einige. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht direkt mitgezählt. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 von diesen Karten hier dabei, allesamt mit so wunderbaren Sprüchen und die Rückseite ist in jedem dieser Fälle glatt weiß und wie gesagt, die eine hier wurde auch noch unterschrieben. Sehr schön. Und als letzten Boxinhalt, wie so oft, haben wir ein Shirt mit dabei, das Shirt in schwarz gehalten und dann haben wir hier einen dunkelgrauen und weißen Aufdruck, Sierra Kid Nirgendwer lesen wir hier oben. Und dann haben wir hier diese neuen Fratzen abgebildet. Also, wir kennen sie ja vom Albumcover. Mit diesen wurden ja die Kinder entsprechend zensiert. Ja, passt auf jeden Fall zum Album-Artwork. Ähnlich düster. Dann haben wir hier die Rückseite in schwarz. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Gildan Heavy Cotton in der Größe L 100%. Baumwolle und das Ganze ist made in Haiti. Grüße gehen raus
Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt, dann diese Karten hier, 10 Stück an der Zahl, alle hier im Querformat mit solchen Sprüchen, eine davon unterschrieben. Dann haben wir 3 Sticker mit dabei, die 3 im Querformat und recht klein. Die Bonus-EP Kopfhiller 2.0 inklusive Instrumentals des Albums Nirgendwer. Das Ganze kommt im Digipack auf 2 CDs verteilt. Und natürlich das Album an sich Nirgendwer, ebenso im Digipack. Wir haben 10 Tracks auf der EP Kopfhiller 2.0, 16 Tracks auf dem Album, also 26 Tracks plus Instrumentals. Das ist echt eine Menge. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Nirgendwer von Sierra Kid. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Sierra Kid unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.